Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge und heute haben wir einen weiteren Odontolabis vor uns und zwar eine recht bekannte Odontolabis-Art und zwar Odontolabis ludekingii. Die Art ist sehr nah verwandt mit Odontolabis wollastonii und Odontolabis vollenhovenii. Zusammen mit Odontolabis wollastonii kommt diese Art auch auf der indonesischen Insel Sumatra vor und auch nur dort. Odontolabis vollenhovenii kommt auf Borneo vor. Ja, diese Art wird wahrscheinlich mit am regelmäßigsten gezüchtet in Deutschland von den Odontolabis-Arten oder auch mit am regelmäßigsten importiert. Und ist auch eine der am leichtesten züchtbaren Odontolabis-Arten. Ich selbst habe die Art auch schon nachgezüchtet. Wirklich eine schöne Art. Häufig sind die Tiere eben Mesodont, wie auch dieses Exemplar hier. Es gibt aber auch telodonte Formen, die sind dann aber deutlich seltener. Das hier ist ein mesodontes Exemplar, hat knapp über 70 mm und ist eine Nachzucht, also für eine Nachzucht echt schon eine gute Größe. Und die Nachzucht stammt von Felix Testra. Der hat mich auf Instagram angeschrieben und hat uns quasi für die Serie dieses Exemplar hier gesponsert. Vielen, vielen Dank dafür, Felix. Wenn ihr ihm auch nochmal dafür danken wollt, könnt ihr gerne mal bei Instagram auf seiner Seite vorbeischauen und ihm ein Abo dalassen. Der Link steht dafür dann in der Beschreibung, beziehungsweise der Instagram-Name. Ich habe bereits einige Exemplare dieser Art in der Sammlung. Habe ich jetzt momentan aber leider nicht hier. Der Großteil meiner Sammlung ist nämlich in der Heimat und nicht hier in meiner Studentenbude. Deswegen kann ich euch in dieser Staffel leider relativ wenig direkte Vergleiche bieten. Aber wenn ihr zum Beispiel ein paar Videos aus der letzten Staffel guckt, da seht ihr dann auch Vergleiche mit Arten, die diesen hier sehr ähnlich sind, wo ich dann auch darüber spreche. Okay, ich würde sagen, dann labern wir auch nicht mehr weiter rum, sondern fangen auch direkt an. Ja, der Käfer sollte jetzt soweit trocken sein und wir können abnadeln. Habe ich vergessen vorher zu erwähnen, es galt lange Zeit auch die Unterart Odontolabis ludekingii monticola. Unterschied war da, dass die Gelbzeichnung auf den Elytren nicht so ausfüllend war, sondern eher ein größeres schwarzes Dreieck auf den Elytren war. Die sind aber nach aktuellem Stand nur eine Variation und keine eigene Unterart. Also wahrscheinlich kommen die auch im gleichen Verbreitungsgebiet vor und stellen nur eine natürliche Variation dar. Das noch dazu. Ah, ganz trocken ist er noch nicht. Aber er hält trotzdem schon mal soweit die Form. Das kann man zur Not noch mal extra fixieren. Oh, okay. Ja, der ist noch nicht so ganz trocken. Lässt ziemlich den Kopf hängen. Die Beine und so sind allerdings gut trocken geworden.
Die bleiben auch in Position, dann kann ich ihn nochmal so feststecken, dass der Kopf und das Pronotum so aufliegen. Ja, seht ihr? Also so muss ich ihn jetzt nochmal gut weiter trocknen lassen. Anscheinend war der wohl sehr nass von innen, als ich den aufgeweicht habe. Ja, aber nichtsdestotrotz, schönes Präparat geworden. Vielen Dank nochmal an den Felix dafür, dass er uns dieses Tier hier gesponsert hat. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, abonniert. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.